Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorievideo und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Pixelflo. Wann wird Vegeta Kaba in sein Universum besuchen? Beim jetzigen Stand wurde Kaba ja ausgelöscht. Aber dass alle Universen wiederhergestellt werden, ist so ziemlich zu 99,9% sicher. Dass Vegeta Kaba in sein Universum besucht, heißt auch, dass das Turnier der Kraft nicht der letzte Arc sein wird. Was nach dem Turnier der Kraft kommt, weiß man bis jetzt noch nicht. Entweder ein Gegner, der durch Zufall stärker als sein Gott der Zerstörung oder Vegeta besucht Kaba in seinem Universum. Aber dass Vegeta Kaba besuchen wird, wird sicher noch kommen, nur die Frage, wie es gemacht wird. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, wenn Vegeta Kaba in seinem Universum besucht, dass ganz plötzlich ein unerwarteter Gegner auftaucht, aber so kennt man ja Dragon Ball. War ja bei Dragon Ball Z genauso, Son Goku kam einen Tag auf die Erde und ausgerechnet diesen Tag kommt ein neuer Bösewicht. Es ist nicht Zufall, es ist Illuminati. Gemeinsam würden Kaba und Vegeta gegen diesen neuen Gegner kämpfen. Vielleicht sehen wir dann sogar eine Potara-Fusion von den beiden, es ist noch alles offen. Es kann auch sein, dass Caulifla sehen will, welche Fusion stärker ist. Kefla oder die Vegeta-Kaba-Fusion. Die Fusion nenne ich mal Vigba oder Kapgeta, ne? Ich weiß, klingt beide irgendwie ein bisschen komisch. Das wäre schon ein cooler Kampf, nur leider müsste man dann wieder Kefla ertragen. Ja, sorry Leute, aber ich gehöre auch zu den Leuten, die Kefla überhaupt nicht ertragen können. Das Blöde wäre, wenn sie nicht zeigen würden, wie Vegeta-Kaba sein Universum besucht. Doch ich bin mir sicher, dass man das noch zeigen wird. Also macht euch mal keine Gedanken, Leute. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!